Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Long Dark, die böse Dunkelheit. Wir hatten in der letzten Folge das Haus durchsucht, noch einige schöne Kleidung gefunden, die uns ein bisschen weiterbringen wird. Hoffe ich, in Klammern. Wir haben jetzt noch circa 2 Stunden Tageslicht. Ich würde sagen, wir gucken einfach nochmal nach draußen. Oder warte mal, wir könnten auch rein theoretisch die Hose reparieren vielleicht. Wie lange dauert denn sowas? 30 Minuten. Nee, da gucke ich lieber nochmal draußen ein bisschen rum. Und mach das vielleicht irgendwann anders. Gut, diese Folge werden wir wie immer erkunden, suchen, rumgucken. Keine Ahnung. Da sind eine extreme Menge an Wölfen. Aber hier gibt es auch nicht mehr so viel zu erkunden. Tatsächlich, wir hatten tatsächlich schon alles durch, so wie es aussieht. Wir können nochmal gucken, ob diese Werkstatt oder diese Tankstelle irgendwie einen Keller hat oder so. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich habe zumindest keinen gesehen. Denn irgendwie, weiß nicht. Keller gehört für mich zu einer Tankstelle dazu. Tja, das Auto ist ein bisschen leer. Ich weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich leer gefressen. Ist aber sowieso irgendwie. Wie gesagt, diese Story, ich glaube, ich muss danach wirklich mal googeln. Bei The Long Dark ist irgendwie so vieles unlogisch. Alter, dieses Geräusch gerade. Ich habe mich gerade voll erschrocken. Wo war denn unser Haus? War das da unser Haus? Ich glaube. Irgendwie ist es schon extrem komisch, diese Story. Irgendwie ist alles weg, alle sind tot, aber es ist auch nicht so, als hätte man irgendwie ein Anzeichen davon, dass sie versucht hätten zu überleben. Denn irgendwie, ne, es wurde nicht geplündert, es wurde nicht zerstört, oder? Es gibt irgendwie keine Anzeichen von Lebenden, gar nichts. Nur wir. Wir sind scheinbar die einzigsten, die es irgendwie ansatzweise überlebt haben. Keine Ahnung, wie wir es gemacht haben. Ich weiß es auch nicht. Wir überleben übrigens schon 6 Stunden. Lol, das kommt mir so lange vor. Lustig. Das ist nicht das Haus, was ich meinte, ne? Nee, das ist nicht unser Haus. Wo war denn unser Haus? War das da vorne? Tüdelütü. Ah. Da, genau. Ich glaube, das war's. Das kleine, mickrige. Muss man aber auch positiv sehen. Da muss man nicht so viel heizen. Ich renne jetzt einfach mal ein bisschen. Will was können. Dass also diese ganzen Gastanks auch leer sind. Heißt, es wurde nicht geplündert? Nichts, aber die Gastanks sind leer. Das ist schon ein bisschen unlogisch. Was hatten wir hier drin? Medizinisches. Wir haben, glaube ich, nichts. Doch, hier. Eins können wir rüberschmeißen. Und 6 Antibiotika ebenfalls. Wir brauchen nicht so viele. Schmerzmittel sind ein bisschen hart an der Grenze, aber na, was willst du machen? Muss ich leider mitnehmen. Hier ist nichts drinne. Da haben wir genau Werkzeuge. Komm, ich packe jetzt einfach nochmal 2 Fackeln weg. Ich will nicht so extrem viele Fackeln dabei haben. Eigentlich reichen auch 2, ne? So. Holz können wir hier 3 umlagern. Da brauchen wir auch nicht so viel. Wir haben ja noch hiervon 1. Ach komm, hier, das reicht so. Das reicht. Nee, warte mal. Fehler. Hier ist doch gar nicht der Holzplatz, oder? Hier ist doch Holz. Ja, doch, hier ist Holz. Brennbare Materialien. Bitte 3. Ja. Hey, was ist denn da drin? Ach so, ja, genau, das ist hier drin. Was da? Ich sollte mir das aufschreiben. Schrott haben wir, glaube ich, gar keinen gefunden. Nö. Wir können auch ein Buch hier reinschmeißen, aber ganz ehrlich. Doch, warte mal, ich schmeiß das mal unter Brennmaterialien rein. Denn das ist ja auch nur zum Verbrennen gedacht, wenn ich mich nicht irre. Und, ja, ne? Warum sollten wir es mitnehmen? Wir finden eh überall Holz. Zeitungspapier nehme ich allerdings stattdessen gerne mit, denn das können wir zum An... Das war irgendwas, was gerade runtergefallen ist. Denn das können wir zum Anzünden benutzen. Und na, wir haben tatsächlich gar nicht so viel zum Anzünden da. Ich weiß nicht, ob wir auch Stoff nehmen können. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Gut, dann reicht das davon auch schon mal. Wir packen noch ein bisschen Essen weg. Das können wir eigentlich im Moment eh nicht gebrauchen. Hier so ein bisschen Limo. 1, 2. Ansonsten, keine Ahnung. Können auch mal ein bisschen Wasser wegpacken. Wir haben so extrem viel dabei. Irgendwie so ein Liter würde schon was bringen.
Die trinke ich am besten gleich. Tasse Kaffee nehme ich mit. Kaffee ist sehr gut. Ansonsten hier die Orangenlimo brauchen wir nicht. Salzcracker brauchen wir erstmal nicht. Fleisch würde ich jetzt mitnehmen, weil es gar nicht mehr so extrem lang haltbar ist. So, hier komm, ganz ehrlich, ich will jetzt nicht so lange überlegen. Was ich gerne machen würde, wäre die Laterne zu reparieren, denn die hat gar nicht so gute Wirkungen. Die hat nur 51%, da können wir einfach mal auf Reparieren klicken. Ach, wir brauchen Metallschrott. Okay, warte. Denn ich möchte hier möglichst gut morgen wandern. Wohin, weiß ich noch nicht. Einfach die Straße entlang. Und mal gucken, wo es uns hintreibt. Was fehlt jetzt noch? Werkzeug benötigt. Was brauche ich denn zum Bewerkzeugen? Eine Bügelsäge? Die haben wir nämlich da hier. Also die ist hier drin. Oder halt hier drin. Entschuldigung. Oder Werkzeug. Ich nehme einfach mal beides raus. Und einen Wettstein auch noch, komm. Noch können wir ja schleppen. Aktion. Reparieren. Zu 70%. Wir können es einmal probieren. Mal gucken. Entweder es wird was oder nichts. Gescheitert. Wir probieren es nochmal. Niemals aufgeben. Das ist ein weiser Lebensrat. Und es hat funktioniert. Sie ist repariert. Und das hat sie jetzt für eine 81. Okay, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Das hier können wir leider nicht reparieren. Das wäre auch zu schön gewesen. Die Hose. Ja, warum nicht, ne? Wir werden wahrscheinlich eh noch eine bessere finden, aber... Ja... Gut, repariert. 71 reicht alles locker. Dann packe ich jetzt die Materialien noch weg und dann gehen wir auch schon pennen. Ich denke mal, hier drin ist es ja eh nicht kalt. Hier brauchen wir kein Feuer machen. Bin ich relativ zuversichtlich, dass das funktionieren wird. Den Wettstein noch weg und dann... Ab in der Haie. Alter, es ist dunkel. Ich sehe fast gar nichts. So, dann schlaf mal 10 Stunden einfach. Ach nee, warte, ich glaube, wir haben Durst und Hunger, ne? Trinken? Was futtern wir? Hier, komm, Trockenfleisch. Das hat bloß 53 Kalorien. Ah, das reicht doch bestimmt für die Nacht, oder? Ja, das reicht. So, 10 Stunden. Ich möchte nicht durch die Nacht laufen. Wir haben zwar eine Laterne, aber ja, ich bin immer so jemand... In allen Spielen einfach. Das ist egal, welche... Nein. Wir sind ausgeruht. Fuck. Egal. Egal, in welcher Genre oder... Ja. Spielseite ich unterwegs bin. Ich spare immer. Ob jetzt bei Ballerspielen, bei Survival-Spielen. Egal wo. Ich spare einfach alles. Ja. Ich spare einfach alles. Das ist fast eine Krankheit. Aber es ist meine Lebenseinstellung. In Anführungszeichen. Da ist das so. Gut, wir sind komplett ausgeruht. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Reparieren brauchen wir nichts. Ist der Schal besser als unser? Tatsächlich. Sehr gut. Können wir den nämlich ablegen. Wir haben mittlerweile schon 11 Grad plus mit der Kleidung. Ich denke mal, das ist gar nicht so schlecht. Ah, wir können mal ein bisschen Wasser mitnehmen hier. Wir haben nur noch einen halben Liter. Wenn wir uns da nochmal einen halben einstecken, wird uns da schon kein Schwein braten. So. Können wir... Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Ich will jetzt auch nicht rausgehen, weil es da so dunkel ist. Obwohl, mit einer Fackel können wir eigentlich mal machen. Komm, wir gehen mal mit einer Fackel raus. Wenn wir sterben, ist es nicht so schlimm. Also wenn wir jetzt nochmal sterben, dann würde ich wirklich sagen, ich fange einfach die Challenge an. Und wenn ich mich da durchwursteln muss. Wir haben, glaube, 6 Tage Zeit oder so. 6 Tage, kommt das hin? Und da müssen wir es halt einfach mal ausprobieren. Entweder wir scheitern oder wir scheitern nicht und ja. Mal lucken. Nicht Molucken, Molucken sind was anderes. Aber Malucken ist was Schönes. Ein Fäckelchen. So, wir sind hier direkt an der Straße, glaube ich, ne? Wir müssen hier direkt an der Straße rauskommen. Jo. Wir laufen einfach mal in diese Richtung. Oder in die. Ich laufe erstmal in die Richtung. Weil wir ja da vorne beim Auto schon waren, da können wir auch mal in diese Richtung gehen. Ich hoffe, wir finden keine Wölfe. Wir können ja auch vertreiben, den wir so machen. So ein bisschen behindert. Ich finde es immer sehr komisch, dass er keine Hand hat, der Typ. Ist schon fast ein bisschen lächerlich, aber es ist natürlich nur ein Spiel. Minus 8 Grad. Kacke, das ist echt extrem kalt. Ich hätte gedacht, dass die Fackel uns ein bisschen wärmt.
sowieso so eine Sensation mit dem ganzen Wärmen hier. Könntest du die Fackel doch einfach in die Jacke stecken. Das würde viel mehr Wärme bringen. Der Typ muss einfach nur mal scharf überlegen und nicht nur rumheulen. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade hinlaufen. Ich folge immer nur der Straße. Aber da ist ein Auto. Ein Auto ist gut. Sehr gut. Marke kann man nicht erkennen, Kennzeichen auch nicht, alles illegal, also aufstellen. Wenn es einmal illegal ist, können wir da auch noch unsere Finger reinmischen. Wasserliter ist nicht schlecht. Und geschmackloser Müsli-Riegel, natürlich unsere Lieblingsmarke. Hier ist gar nichts. Hier vorne. Alter, ist das, die Fackel macht hier drin ordentlich Arbeit, ey. Oh geil, eine Magnesiumfackel, da können wir gleich noch ein bisschen weitergehen. Blenden, nicht, Radio können wir nicht hören, schade. Wir können auch hier vorne aufmachen, das wäre voll cool, können wir die Batterie austauschen und damit rumfahren. Boah, das fände ich so mega cool, wenn das ginge. Ist das Holz? Nope. Tja. Im Prinzip können wir endlich auch mit der Axt Holz fällen. Das geht wirklich, ich weiß zwar gerade nicht wie, aber das geht. Das ging schon früher, in der ganz alten Version. Ich würde es wundern, wenn die das jetzt rausgepatcht hätten. Das wäre voll unnötig. Also so ein Gefährt wäre echt schon praktisch. Gerade wenn man so zwischen Häusern hin und her reist. Wie ich es in der ersten Karte eigentlich vorhatte, aber dann irgendwie gescheitert bin. Ich weiß gar nicht wie. Ich glaube, ich war zu übermütig. Ich glaube, ich muss auch mal googeln, ob man die überhaupt schießen kann. Nicht, dass die irgendwie unsterblich sind. Ich baller da drauf. Wäre natürlich echt ärgerlich. Irgendwie sieht das voll cool aus, so mit diesem Licht und Schatten. Das mag ich irgendwie. Okay, doke. War da was? War gerade ein bisschen Gang. Sieht aus wie Licht da hinten. Ist aber keins. Kacke. Ich laufe mit meiner Fackel und ich dreh an der Wackel. Ich raste hier gleich aus, Mann. Ich glaub, ich brauch ne Fackel. Nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich singe aus Angst, weil das Spiel mich manchmal ein bisschen verrückt macht. Ich weiß gar nicht, wie lange wir vorhin überlebt haben. 6 Tage oder so? Ist aber auch nicht schlecht, ne? Es war fast eine Woche. Und ein Häuschen. Rundholzsortierung. Das hört sich sehr gut an. Ich sortiere auch gerne mein Rundholz. Das wäre so cool, wenn man hier irgendwie... Das wäre mega cool, wenn man irgendwie im Story-Modus später mal einfach so ein Elektrizitätswerk gehen kann und dann irgendwie Strom einschalten, sodass irgendwie diese kompletten Häuser wieder Strom hätten. Das wäre so cool. Nein. Mann, ich hasse, dass man alles auseinandernehmen kann. Ich will eigentlich die Sachen da nehmen. Das können wir auch nicht nehmen. Jetzt erstmal wieder die ganzen Schränke durchsuchen. Da wäre ein Multiplexer ganz praktisch, der uns multiplexend durch die Schränke navigiert. Aber scheinbar geht das nicht. Also ein Metalldetektor auf Nahrungssuche eingestellt. Das wäre auch nicht schlecht. Es gibt ja übrigens 2 Challenges. Einmal eine Challenge mit einem Bär, den man irgendwie erschießen muss mit einem speziellen Gewehr. Und einmal die halt dieses Hopeless Rescue, also hoffnungsloser Rettungsversuch. Und die würde ich ja halt ganz gerne spielen. Und die wird auch gerne als Zeit-Challenge gewertet. Sprich, da duellieren sich tatsächlich so ein paar Leutkins, die dann irgendwie mit einer Zeit von, was weiß ich, 3 Tagen da rausgehen. Oder halt von 4 Stunden, dass sie es geschafft haben. Ich würde es wahrscheinlich nicht mal in, weiß nicht, 6 Tagen schaffen. Also 6 Tagen ist tatsächlich die begrenzte Zeit davon. Und ja, ich habe es schon mal angespielt, aber wie gesagt, ich habe halt keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich werde das wahrscheinlich einfach mit einer Karte nebenan machen, weil sonst schaffe ich das nicht. Ich habe ja nicht mal ansatzweise eine Ahnung, wo dieser Leuchtturm ist oder wo dieses wo ich diese Signalpistole finde. Deswegen würde ich da tatsächlich einfach zur Karte greifen irgendwie. Mal gucken.
Weil es würde so lange dauern, ehe ich diese Karte einfach so ein bisschen drauf hätte. Und halt für mich persönlich dann halt schon zu lange. Wenn es für mich persönlich schon zu lange ist, dann würde ich gar nicht wissen, wie das für andere ist. Nein, oh, Why are Mann. we here? Das Streichholz bringt ganz schön viel Licht so in einem Haus, ne? Ja, danke. Wenn man es anspricht, geht's aus. Hier haben wir noch ein Medizinregal. Mediziner sind natürlich auch immer sehr beliebt hier, gerade wenn alle tot sind. Macht das richtig Spaß, hier mit Medizin rumzulaufen. Kannst du ein bisschen angeben. Hey, ich werde überleben und du nicht. Ich werde überleben und du nicht. Ich könnte auch einfach die Laterne anzünden, ich Idiot. Mach ich jetzt auch mal. Wir haben ja irgendwie 2 Liter Laternenbenzin. Oh, die macht aber echt ordentlich Licht, du. Holla die Waldfee. Kann man nichts gegen sagen. Und die bringt auch ein bisschen Wärme, glaube. Ich weiß aber nicht, wie viel. 5 Grad oder so? Wer weiß, wer weiß. Vor allen Dingen, jetzt wo ich mir so überlege, Magnesiumfackel? Ist das nicht ein bisschen gefährlich? Eigentlich darfst du ja nicht reingucken, ist ja wie beim Schweißen. Macht zwar ordentlich Licht, das mag sein, aber wenn da mal reinguckst, bist du ja sofort blind. Klack, bumm, bin blind. Oh, ein Fackelblind. Ja, ungefähr so. Ist natürlich auch cool, wenn wir irgendwie so ein Funkgerät finden würden, wie so ein bisschen die Außenwelt funken könnten. Was ist das hier? Ist das etwa ein... Ah, ich verstehe schon. Das ist ein heißes Abendkleid. Da hatte wohl jemand Spaß. Okay, wir sind tatsächlich durch hier in dem Haus. Und womit wir noch durch sind, ist mit der Folge, denn die Folge neigt sich dem Ende entgegen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wie jedes Mal, und das werde ich auch immer tun. Jeder, der mir zusieht, hat ein ganz, ganz großes Dankeschön verdient. Denn, ich weiß nicht mal, ob ich es mir selber angucken würde. Eiffel, danke dafür. Ich sag danke, 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 danke. Ich kann mich nie genug bedanken. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Simon. Ich hoffe, du bist das nächste Mal mit dabei. Bla bla. Ja, tschüss. Ich kann mich nicht verabschieden. Danke fürs Zusehen. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü. Ich mache noch die Laterne aus. Nein. Aus. Löschen. So, jetzt wirklich Tüdelü.